Okay, craft mir bitte eine Kupferplatte. Start. Nee. Das ist geil. Das ist richtig gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play FTB's Continuum hier auf unserem Community-Server. Und heute ist gerade nach der Arbeit und es ist gerade noch richtig was los hier. Es ist am Mittwoch früh, 1 Uhr morgens und der Server ist gerade noch volle Leute besetzt hier. Finde ich geil, finde ich mega. Läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall. Ich habe heute den folgenden Plan. Ich möchte gerne eine Kernmaschine von Continuum, die man ganz früh am Anfang hat, die man für so gut wie alles braucht, möchte ich heute gerne ins Auto kaufen einbinden. Und zwar ist das dieses Teil hier hinten, die Metallpresse. Denn so ziemlich jedes Rad, was ich kenne, hat in irgendeiner Art und Weise, braucht es entweder eine Platte, ein Kabel oder aber ein Zahnrad über das Autocrafting. Und da denke ich mal, wird es an der Zeit, dass wir hier auf jeden Fall das automatisieren. Und das machen wir jetzt, ich versuche es mal, wie die Fette zu kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schaffen, aber wir werden es erleben. Der Punkt hier beim Autocrafting ist allerdings, dass du brauchst ja auf jeden Fall drei verschiedene Pressen. Na? Ansonsten geht das nämlich absolut gar nicht. Denn du musst ja diese Platten haben. Und die Platten auszutauschen ist eigentlich meines Wissens nicht ohne weiteres auf der Presse möglich. Und außerdem macht es schon Sinn, mehrere Platten zu haben oder mehrere Pressen zu haben. Dann geht es ja auch gegebenenfalls etwas schneller. Wir brauchen also erstmal von dem ganzen Kram, was wir gerade haben, brauchen wir auf jeden Fall dreimal so viel. Was? Pfff. Hier. So. Also wir brauchen den ganzen Kram, brauchen wir auf jeden Fall dreimal. War das echt nicht mehr? Nee, Scaffolding. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viermal weiter Scaffolding. Ich könnte es jetzt auch ins Autocrafting hauen, aber ganz ehrlich, so oft brauchen wir das ja nicht. Nee, nimm mit, nimm mit. Jetzt drückt ihr mir so ein Volt nochmal T3 hin. Will ich nicht. Brauche ich nicht. So. Ich könnte jetzt den Kram auch im Autocrafting machen. Aber das wäre halt Blödsinn. Weil ich brauche es jetzt nur ein paar Mal. Und es ist ja nicht wirklich, kein wirklich schwieriges Rezept. So, hier brauchen wir also 4, 6 insgesamt, schon fertig. So, dann können wir gucken, Belts haben wir keine da, ne? Belts macht man, glaube ich, in der Rollingmaschine, ne? Belt, das Belt macht man in der Dings. Genau. Nee, ach so, machen wir das Crafting, okay. Wunderbar, eben umso besser. Brauchen wir also ein paar Stahlnuggets. Da können wir ruhig den ganzen Stack voll machen. Der hat Shutty auf jeden Fall nicht. So, jetzt brauchen wir auch hiervon 6 Stück insgesamt, also noch 4 weitere. Wir brauchen einen Engine. Den Block, den haben wir glaube ich sogar über, oder? Engine haben wir nicht. Haben wir nicht? Doch, haben wir. Genau, wir brauchen einen weiteren Engine-Block. So. Ne, zwei. Immer das Dreifache, nicht vergessen. Wir brauchen die Piston. Dreimal. Und wir brauchen den Redstone-Block. Okay, den muss ich craften. Den Redstone Engineering Block. Also, eigentlich wollte Lupin das machen, aber irgendwie hat das wohl vergessen gehabt. Macht aber nichts. So, jetzt haben wir hier die Sachen alle verdreifacht und haben damit bereits alles, was wir brauchen für unsere Pressen. Und ich hatte schon mit Lupin gesprochen. Ich denke, wir werden das Autocrafting für die Pressen werden wir hier mit ranklemmen. An den Krams hier. Genau, wenn wir am besten hier jetzt.
Ich ruck mal gerade die Wand weg. Das schön machen können wir ja immer noch machen. Wir bauen das hier so in die Wand rein, würde ich sagen. Genau. So, das sollte eigentlich gehen. Das Ganze ist noch hochgebaut, schnell. Zack, zack. So. Und los. Zack und zack. So, belassen wir es erstmal dabei. Und schauen mal, ob das eventuell so funktionieren kann. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie wir es am besten machen. Was wir nicht machen können, ist. Ich stelle mal ganz kurz mal eine Dings auf. Eine Presse. Die müsste. Was die Interfaces nämlich nicht können, ist, sie können nicht die Sachen direkt aufs Band legen, möchte ich sagen. Wir können es testen. Wir können es mal testen, ob das Interface auch die Sachen direkt aufs Band legen kann. Ich glaube da noch nicht ganz dran. Ne? Ich kann mich aber auch irren. Das wäre tatsächlich mal eine gute Sache zu testen. Warte mal, der Redstone war, glaube ich, unten und der andere war oben. So, da der. Dann den Heavy Engineering hier hin und von unten dann eine Piste gegen. So. So nicht, Moment. Zack, den gehen wir ganz kurz hier in den Boden rein, dann macht es einfacher. Und los. Zack, so. Und hops. Okay. Dann die beiden Bells in die Richtung zeigen lassen. Genau, verkehrt rum, warte mal. Dafür brauche ich jetzt ganz kurz mein Hämmerchen. Den habe ich sogar schon da. Dann drehen wir den mal um. Und jetzt bräuchte ich den Hammer von Engineering. Den Engineers Hammer. Und mit dem müsste ich jetzt, glaube ich, hier drauf hauen. Genau. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier ein Interface anklemme, kann der dann auch das Sachen. Das würde mich jetzt nicht mehr interessieren. Das testen wir gerade mal aus. Interface. Wir brauchen sowieso drei Stück dafür auf jeden Fall. Zack, ach, Autokraft, ist sowas Schönes. Hier, da presst er gerade die Circuits zusammen und so weiter und so fort. Es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. So, wenn ich den jetzt da ranpappe. Eigentlich ist das ja wie eine Maschine. Eigentlich ist es ja ein Multiblock. Also es müsste eventuell sogar gehen. So, warte mal, ist jetzt schon. Ich glaube nicht, dass es verbunden ist, oder? 8 Channels. Vermute ich ja nicht. Und 8 Channels, okay. Daran hat es nichts geändert. Was wir machen könnten, wäre aber. Warte mal, lass mich mal ganz kurz ein bisschen was von dem Dense Cable mitnehmen noch. Das Dense Smart Cable. So, von hier kriegen wir. Wir könnten es auch von hier abzweigen direkt, aber es ist auch Blödsinn. Ich will es ja gerne im selben Autocrafting haben. Ich ziehe es mal hier oben lang. Warte mal, das muss da weg. Wichtig, ganz, ganz wichtig ist übrigens, dass, was ihr machen wollt, ist, ihr wollt auf jeden Fall unnötige Berührungspunkte des ME-Systems, wollt ihr vermeiden. Absolut. Denn das Problem dabei kann sein, dass dann das System durcheinander kommt, wo es sich jetzt verbinden soll und wie viele Kanäle tatsächlich verbraucht werden und gegebenenfalls sogar auch Lag verursachen kann dadurch. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Achtet darauf, dass ihr, egal wo ihr die Kabel langlegt, ne, hier zum Beispiel, dass sich da keine Berührungspunkte zwischen den Kabeln bilden, es sei denn dort, wo ihr wirklich Anschlüsse haben wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Heute ein weiteres Problem, das der Orientiere und Zocker hatten, war dieser Wireless Access Point. Selbst wenn ich die Karten jetzt hier rausnehme, merkt er offenbar nicht, dass die Karten draußen sind. Die Anzeige hier ist jetzt falsch. Er verbraucht immer noch denselben Strom wie vorher auch. Und die Kollegen hatten den ganzen Stack drin. Ne? Damit haben sie dann plötzlich mal 8000 RF pro Tick verballert und sich gewundert, wo der Strom geht. Und auch beim Rausnehmen der Karten ging der Strom trotzdem flöten, bis die Antenne abgebaut und wieder angesetzt worden ist. Das ist ein wichtiger Punkt, den man eventuell im Kopf behalten sollte.
Okay, der Tentra sagt mir gerade, dass das, was ich die, der Punkt oben mit den Upgrades, dann ist es wohl gefixt worden, dass wenn ich ein Autocrafting habe, dass du halt eben, wenn du einen Crafter ohne Upgrades hast, dass der eventuell das Autocrafting verhindert. Ich habe es auch nur aus dem Auto, aus dem Video von Kraken, aber entweder ist es gerade Zufall, dass es geht, oder es wurde gefixt. In beiden Fällen ist es auf jeden Fall nice. So, lass mich kurz gucken. So, da haben wir den Anker schon mal. Dann ziehen wir jetzt hier das Kabel rüber. Ach stimmt, geht das jetzt gar nicht? Das geht jetzt gar nicht, okay. Zack, dann. Ach so, na klar geht das nicht, wenn ich den falschen. Wenn ich ein Interface in der Hand habe und kein Kabel. Ich derp. So, pass auf. Nee, du nicht, dich da, wo, dich will ich. So, da kommen wir her. Nee, jetzt warte. Jetzt bin ich hier voll durcheinander. Moment. So, jetzt den da längs, genau, hier rüber. So, jetzt können wir die nämlich hier runterziehen. Vielleicht nicht die beste Bauweise gerade. Ah, ich bin damit noch nicht ganz zufrieden gerade. Aber wenn, dann machen wir es wahrscheinlich eh so. Dann kann man mich noch hier drunter durchlaufen. Warte mal. Wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz, ganz anders. Ich nehme das Rezept hier raus. Hau das hier oben rein. Hau den Craft, den hier. Den Kollegen hau ich dann daran einfach. Enkel dran. Und das hier kommt komplett weg. So. Jetzt haben wir nämlich das Kabel. Warte mal, das kann das hier weg. Und das hier kann weg. Und das hier kann weg. So, jetzt kann ich mir das Kabel mich hier längs ziehen. So, komm mal her. Zack. Ja, das ist deutlich angenehmer. Das ist deutlich besser. Deutlich schicker. So. Der verbindet sich nach oben nach unten, wie das soll. Neun Kanäle hat er jetzt, so durch den dazu. Hier gibt es keine Verbindung, weil das wäre Blödsinn. Und hier ist das Rezept nur für den Dings. Machen wir jetzt hier auch nochmal einen Anchor drauf. Denn er muss sich auch nicht mit dem Charger verbinden. Der Charger bekommt ja Strom durch durch das Interface. Jetzt hier den Charger wieder draufschmeißen. Und drehen. Ja, jetzt hat er noch keinen Strom. Jetzt hat er Strom. Perfekt. Wir müssen jetzt nur noch den hier noch abbauen gerade und den an Höhe setzen. Alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. Gar kein Problem hier. So. Und hops. Und dann los. Das sind die Impulse Item Ducts. Komm her. Das sind die, genau, die Dinger. Da brauche ich einen davon gerade. Und hops. Und dann hier den Servo ran. Einfach nur zum Rausziehen. Okay. Achso, Moment. Den Servo in die Hand nehmen. So. Okay. So. So, komm mal her. Dann haben wir jetzt den Spaß und den Spaß. Und so, jetzt. Jetzt muss hier ein Rezept rein. Es muss hier ein Rezept rein, wo. Wir machen einfach ganz normale Platten einfach. So, ganz normale Platten. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Rezept, das uns sagt, aus einem Eisen oder aus einem Kupfer machen wir eine Kupferplatte. Pass mal auf. Kupfer. Genau. Eine Kupferplatte und ein Kupferingot. Oh, 40.000 Kupfer schon. Also, aus einem Kupfer machen wir bitte eine Kupferplatte. Dankeschön. Da ist das Pattern. So, jetzt die Frage, ob das funktioniert. Das ist jetzt mal. Das ist interessant. Pass auf. Ich schalte mal ganz kurz auf Craftables um. Copper. So.
Okay, craft mir bitte eine Kupferplatte. Start. Nee. Das ist geil. Das ist richtig gut. Das ist richtig mega. Oh boy. Es funktioniert. Das Interface gibt an die Presse raus. Das ist natürlich richtig geil. Das heißt, wir können jetzt hier einfach nur Strom anschließen nach oben drauf und haben dann quasi unseren Strom, unser System. Dazu werden wir ganz kurz mal hier drüben rüberbuddeln zum Empowerer und ziehen jetzt einfach von hier den Strom rüber. Mit dem harten Flachsduct. Das sollte ja... Ziehen wir am besten hier in der Wand lang ziehen, oder? Ja. Ja. Das ziehen wir am besten an der Wand lang. Oh, das ist ja gut. Das ist ja gut. Müssen wir nur noch hier hinten jetzt irgendwie die Kiste ranbringen und die Kiste dann zurück in die Interfaces leiten. Und fertig. Ja. Am besten sogar von, genau, am besten unten rumleiten. Dann haben wir dann stören wir auch nicht da. Dann stören wir dann nicht großartig. Kommen wir jetzt da und da. Ich mach gerade meinen Magneten wieder an hier. Komm mal her, Jungs. So. Oh boy, das ist ja geil. Das ist ja richtig gut. So, wir brauchen also des Flux-Ducts. Wie gesagt, normales reicht ja eigentlich aus. Wieder umschalten auf beides. Ja, wir nehmen ruhig die Harden, weil die Harden da haben wir eh gerade über. So. Dann ziehen wir das hier rüber. Heben die Verbindung dort bitte auf. Ja, die braucht ja nicht verbunden sein. Und ziehen das dann quasi einmal... Da wir eventuell noch eine Maschine ranbringen, machen wir es am besten so. Ist ja eh eine Mauer, da wo keiner langläuft. Ja komm, machen wir ruhig so. Zack. Oh, zählt das schon? Ach, das zählt schon. Dann können wir das hier ja quasi, was machen wir, dann machen wir das anders. Dann, ja, da kam gerade das Zeug durch. Dann können wir jetzt hier nämlich den Strom langziehen. Ich wusste gar nicht, dass das von der Seite geht. Es muss also nur der obere Block angeklemmt sein und nicht direkt von oben drauf. Das ist ja auch schick. Okay. Das hier kann dann weg. Und nur da der Anschluss ran. Perfekt. Okay. Jetzt da nochmal eine Kiste hinten dran, ne? Eine ganz normale Chest. Da muss nichts Wichtiges. Eine ganz normale, stinknormale Kiste. So. Die kommt jetzt da hinten dran, ne? Denn da geht dann das Zeug herein. So. Und das Ganze wird dann zurückgeleitet. Über einen Item Duct. Die habe ich ja... Moment. So, haben wir sogar noch die Transfer-Pubs noch da? Die Transfer-Nodes und Dinge? Wir können auch die hier nehmen. Die sind ja auch schnell genug. Die sind ja auch schnell genug in der Regel. Für den Content hier. Da brauchen wir jetzt keine teuren Dinger benutzen. Zack, den daran. Schwupps, 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 schwupps. Und ups und okay, perfekt. Da die Verbindung aufheben. Unten sollte sich nichts verbinden, genau. Ja, so sieht's gut aus. Das sieht mega aus. Okay, pass auf. Dann jetzt nochmal. Crafting-System. Den Rezept, das müssen wir gerade canceln. Und wir machen mal ein neues Rezept. Copper, es war glaube ich Control-Click. Nee. Alt? Nein. Ich habe wieder vergessen, welche Taste das war. Mir wurde schon mal gesagt, welche Taste das war. Nein? Nein? Welche? Es gibt mittlere Maustaste war es. So. Eine Kupferplatte. Start. Jawohl, da geht sie durch. Wird gepresst. Verschwindet in der Kiste. Und. Wird. Da, jetzt ist sie fertig. Okay. Der Transfer dauert offenbar doch ein bisschen länger. Das sind ein, zwei Sekündchen, die es eventuell schneller sein könnte. Warte.
Nochmal eine Kofferplatte. Start. Wir so. Da ist sie sofort raus. Taucht sie wieder auf? Nee, ne? Nee. Okay. Ist aber schon fertig. Moment. Wir testen es gerade nochmal. Wir machen es mal so, dass wir da sehen, wann die hier in die Kiste kommt. Und ein bisschen so hinstellen wir. Ja, okay. Nochmal. Nee? Ein bisschen beiseite noch. Genau. Jetzt sehen wir doch so, noch im Augenwinkel sehen wir noch quasi, was abgeht. So, wir craften, schauen uns das Rezept an. Der erwartet jetzt, er presst die gerade. Sie geht in die Kiste rein. Das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Ja, weil er jetzt sucht erst nach dem Anschluss, wo es rein kann. Okay, das wird nichts. Das ist hier absolut. Das ist, ist zwar schön, aber es dauert mir zu lange. Es dauert mir wirklich einfach zu lange. Das können wir so nicht machen. Na, komm mal her. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir wollen Geschwindigkeit hier. Ich meine, wie gesagt, materialsparend bauen ist eine Sache, aber es sollte halt eben die Effizienz des gesamten Systems nicht negativ beeinflussen. Und genau das ist hier gerade passiert. Also doch die Signal und Plate, die Impulsdinger, denn die sind doch recht fix. Dann nehmen wir doch lieber die hier. Ihr geht wieder rein und du gehst auch wieder rein. Dich brauchen wir nicht mehr. Jetzt klemmen wir den nämlich dort an und dort und dort und dort und dort und dort und da. Den wieder abschalten. Der, da geht alles rein und hier kommt jetzt ein Servo drauf und der saugt dann einfach alles raus. Da können wir das ganz normale Servo nehmen. Hier, das ist das Signal und davon haben wir auch einige über schon. So, immer aktiv. Okay, jetzt machen wir denselben Test nochmal gerade. Schauen wir nochmal. So, da sehen wir das Dingens. Okay. Auf geht's. Kopper. Einmal machen. Zack. So. Gepresst. Alles klar. In der Kiste. Und, okay. Das waren locker 2-3 Sekunden gespart. Und klar, das wirkt jetzt nicht so dolle, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja eventuell Aufträge, wo wir dann 20, 30, 40 Platten brauchen. Und dann jedes Mal dauert es halt so lange. Und da ist das hier viel besser. Vor allem kann der auch bis zu einem ganzen Stack von Items auf einmal transportieren. Okay. Jetzt machen wir den ganzen Spaß gleich noch zweimal für die anderen Pressen. Und dann haben wir das Auto-Crafting für die Pressen soweit schon fertig. Dann geht es wirklich nur darum, die Rezepte einzurichten und dann hier dafür zu sorgen, dass auch das Auto-Crafting weiß, was hier zu tun ist. Jetzt fällt mir gerade, warte mal, da eine. Nee, das geht sich sogar aus. Ist ein bisschen unsymmetrisch. Aber das macht ja nichts. So, dann los. Wir gehen nochmal ganz kurz einen Dreiblock in diese Richtung gerade. In die zwei. Einfach nur, damit wir ein bisschen Platz haben, auch zum Montieren. Weil jetzt ist gerade alles so auf Knirsch. Das gefällt mir nicht unbedingt. Und den Platz haben wir eh da. Das ist jetzt gerade eh sein eigener Chunk, von daher passt das schon. So. Okay. Jetzt kann man natürlich dann kann man jetzt hier wieder das so zu machen wie drüben auch. Einfach einbauen quasi. An die Kabel könnte man sogar noch Cover hängen, wenn man das wollte. So. Ich weiß gar nicht, ob das zumauern, ob das geht. Ich glaube es bald nicht. Aber da kann man jetzt Fassaden drauf machen auf die Kabel. Dann sieht es auch keine Sau. Das sind die Cover oder Fassaden? Das sind, glaube ich, die Cover, ne? Ich glaube, das sind bei dem Ding sind es die Cover. Ja. So, Cover drauf. Cover drauf. Perfekt. Hier können wir jetzt keinen Block hinmachen, aber wir können den Block davor setzen sogar. So. Wir können jetzt quasi, hier würde ich sogar wieder die Default-Sneaky-Blöcke machen.
False Sneaky. Genau. Was? Brauche ich Wolle für? Machen wir das so. Und so. 1, 2. Okay. Die machen wir jetzt nämlich hier hin, die Jungs. Ja. Und dann so und so. Das kann man da quasi durchlaufen. Jetzt ist es quasi wie ein... Es ist eine Tür, die man nicht sieht. Aber wisst ihr was? Dann machen wir sogar die Kabel da wieder weg und machen doch oben längs einfach. Dann sparen wir uns die ganze Koffergeschichte hier einfach. Und eventuelle Komplikationen durch eben jene Koffers. Können wir da einfach so zumachen und fertig. Und dann legen wir das Kabel einfach hier oben längs. Genau. Und dann auch die hier dann an den nächsten Pumpen ran. Das ist dort. 1 Freipumpe, 1 Freipresse. Genau. Ach doch, passt doch. Das passt doch alles. Was ich wieder schnacke hier. Das passt doch alles perfekt. Okay. Komm her. Wir bauen uns mal ganz kurz noch die zweite und die dritte Presse auf. Zack. Zack und zack. Dann war der Redstone war unten drin. Zack und zack. Der Engineering-Block kommt da dran. Und dann die Pisten drunter. Schwupps. Da und so. Und anschließend die beiden, die Bells jeweils drauf. Kann ich die so rum? Genau. Vorne. Wichtig, also offenbar ist da, wo ich hinzeige, das ist quasi die Fließrichtung. Also wenn ich also will, dass er in die Richtung zeigt, muss ich also an den Rand des Blocks klicken. Genau. Hat ein bisschen was von Treppen. So, jetzt mit dem Hämmerchen draufhauen. Dann stehen die beiden auch schon bereit. Zack und zack. So, dann bekommt der eine die Kabel. Und der andere das Gear. Jetzt müssten wir, was ich noch testen möchte, ist gerade beim Gear. Beim Gear brauchen wir ja bis zu 4. Wieso hab ich? Ach, ich habe wieder eine Ausrüstung. Beim Gear brauchen wir bis zu 4 Ingots. Das heißt, die Frage, kann er bei einem Gear auch erkennen, dass er die Ingots braucht und entsprechend dann die Ingots dann reinpappen? Das müssten wir gerade mal testen. Wir brauchen auch noch Kisten für hinten dran, ne? So. Ich mach's wirklich mal gerade nur die Ecke hier gerade. Kann man den drehen? Ja. So, ich mache wirklich nur die Ecke gerade. Das ist nur kosmetisch. Das war gerade nur kosmetisch. Das ist gerade nicht wirklich wichtig. Komm mal her. So. Und dann dort und dort. Ich könnte jetzt das auch wieder nach hier vorne legen, wenn ich das wollte. Warte mal, ist sogar besser, ne? Stimmt. Warte mal. Wir legen das Kabel mal hier längs. Verdammt. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Hoppala. So, jetzt da die Kabel längs legen. Zack, zack, zack. Da eins ran. Hier jetzt das Servo drauf noch schnell. Und always on. Sehr gut. Eine Sekunde. Müssen wir noch schicker gerade machen. So. Sieht gar nicht mal so scheiße aus, finde ich. Jetzt ist die Frage, ob das geht. Also, wenn ich ihm sage, wir haben das Kupfergie sogar da. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne 4 Kupfer, so, zu einem Kupfergier. So, ist jetzt die Frage, kann er das machen, weil der Hopper kann immer nur ein Inge draus geben, anderes System. Die Frage ist, ist der hier jetzt anders? So, Pattern ist da. Schauen wir doch mal. Kupfergier. Das Kupfergier. Oh boy. Es funktioniert. Es geht. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und da ist es gerade lang gehuscht. Da ist es gerade lang gehuscht, das Item. Die Kabel machen wir eventuell noch zu opaque Kabeln, dass man, wie hier quasi, dass man nicht durchgucken kann. Das hilft halt, um die Block-Updates und den FPS-Lag zu vermeiden. Man muss nicht zwingend sehen, was da drin ist. Es ist zwar schön ab und zu, aber man braucht es nicht zwingend. Aber Mädels,
So funktioniert das System. So kriegen wir so kriegen wir unsere Pressen automatisiert. Es sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Und es ist immer noch zugänglich. Also hier kann auch der Lupin sich nicht beschweren, großartig. Ich habe hier mein Bestes getan. Und ganz ehrlich, ich finde das schon gut. Das sind jetzt hier gerade 11 Channels. Und damit haben wir den nächsten großen Schritt ins Autocrafting gemacht. Wir könnten jetzt zum Beispiel Enderium Blend. Wir können Enderium Gear können wir komplett herstellen. Wir haben die Möglichkeit, Enderium Blend herzustellen über das Flüssigkeiten-Crafting, über das Ding da oben. Das Ding jetzt, der Fluid-Assembler. Enderium haben wir oben im Tank drin, der hängt per Fluid-Storage dran. Wir haben den Grinder, der es uns erlauben würde, die ganzen Eisen runter zu grinden zu Staub. Dann craftet das, kann man das zusammencraften, er macht daraus das Enderium Blend, schmelzt das Enderium Blend ein in dem Grinder, in dem Furnace, den wir haben, und haut die 4 Ingots hier in die Pumpe und macht uns ein Enderium Gear. Das kann jetzt, ich muss nur die Rezepte machen. Das kann jetzt schon funktionieren. Sehr, 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 einfach nur sehr, sehr geil. Hier haben wir noch ein paar, warte mal, hier mal noch Koffers vor. So, komm mal her. Zack. Und zack. Einfach nur sehr, 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 sehr geil. Ich feiere es. Es ist einfach nur gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass eventuell... Wie viele Gears gibt es denn? Eventuell reicht es nicht ganz. Ja. Ja. Ja, eventuell wird es nicht ganz reichen. Ja. Okay, viele Sachen kann man auch casten direkt. Aber darum kümmern wir uns ein andermal. Das ist jetzt erstmal gerade nicht so wichtig. Die meisten Sachen braucht man. So kann man auch das halt einfach umstellen. Oder aber man sagt halt, was man jetzt noch machen könnte, wäre, man könnte jetzt denselben Aufbau nochmal direkt darüber duplizieren. Das wäre auch gar kein großer Aufwand. Dass man sagt, okay, man hat jetzt dieses Setup nochmal einmal oben drüber. Läuft auf jeden Fall. So, aber Mädels, das soll es gewesen sein für heute. Wir haben uns heute nicht erst in den Raum rausbewegt, aber wir haben gut was geschafft. Wir haben einen weiteren wichtigen Schritt zum Autocrafting haben wir fertig gemacht und es läuft einfach. Und ich freue mich tierisch drauf. Sobald das hier alles funktioniert, der erste große Schritt, den wir machen werden, wirklich das Zeug hier, diese ME-Controller, komplett automatisiert herzustellen und hier alle zu ersetzen. Das wird der erste große Schritt werden, den ich hier geplant habe. Aber das bis dahin dauert es noch ein kleines bisschen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte einmal ein subscriben oder links und rechts zu Videos klicken, da gibt es ein bisschen mehr von mir und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.